Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Tobi Obermeier und wie ihr schon in meiner Instagram-Story die letzten Tage mitverfolgen konntet, geht's an den Gardasee und ich wollte euch jetzt einfach mal ein bisschen mitnehmen, euch einfach mal ein bisschen zeigen, wie so ein Wochenende, so ein Business-Trip von mir aussieht. Und jetzt, wie gesagt, ich werde euch da einfach mal ein bisschen mitnehmen. Ich habe den lieben Max hinter der Kamera. Wenn die Videos kacke sind, bedankt euch bei ihm, aber das wird er schon hinbekommen. Und jetzt, ich bin gespannt, was uns erwartet. Wir haben gar keinen allzu krassen Plan, aber ich würde sagen, jetzt packen wir uns erstmal unsere Sachen, beziehungsweise die haben wir schon gepackt, aber wir packen sie ins Auto. 7 Uhr in der Früh, das ist scharf. Geht schon easy. Ah, nee, geht doch nicht. Egal. Egal. Und jetzt eigentlich eine Uhrzeit, zu der ich tatsächlich noch nicht wach bin. Ich schlafe meistens jeden Tag bis 9, 9.30 Uhr oder so. Aber was man nicht alles dafür tut, ne? Und ich würde sagen, 7.07 Uhr, wir packen jetzt das Zeug ins Auto und schießen los. Leute, was geht ab? Hier mal kurze Zwischenmeldung von uns. Max, wie lange sind wir schon unterwegs ungefähr? Circa so eineinhalb Stunden. Eineinhalb Stunden, yes. Sind jetzt tatsächlich auch schon in Italien angekommen und haben jetzt auch tatsächlich das erste Mal Stau. Aber wir haben uns natürlich auch den besten Tag ausgesucht. Ne? Sommerferien beginnen bei uns in Bayern, fährt natürlich jeder Richtung Italien und so. Aber yes, genau. Ihr habt schon ein paar B-Roll-Shots gesehen, ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, immer wieder hier runterzufahren. Und yes, ich würde sagen, hier geht es auch schon weiter. Wir melden uns später wieder. Wie man sehen kann, ich melde mich jetzt hier gerade vom Beifahrersitz. Max ist jetzt hier am Steuer und wir haben jetzt kurz einen Zwischenstopp eingelegt, kurz an der Tankstelle, haben uns was zu trinken geholt und standen tatsächlich jetzt gerade eben schon wieder im Stau. Aber jetzt geht's weiter und ich würde sagen, wir melden uns, wenn wir angekommen sind. Wir sind jetzt angekommen. Max ist jetzt die letzten zwei Stunden ungefähr gefahren. Ich bin tatsächlich sehr müde. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Aber Zimmer haben wir gerade auch schon abgecheckt und ich würde sagen, wir nehmen euch jetzt mal mit und zeigen euch einfach eine kleine Roomtour. So, Max hat auch den Weg zu mir gefunden. Sehr nice. Ich würde sagen, kommt mal rein. Jetzt gibt es nämlich eine kleine Roomtour hier und vielleicht kann man durch den Spiegel hier hinten schon mal ein bisschen was sehen, aber ich würde sagen, Max, du kannst dich einmal kurz rumdrehen und ja, wie man schon offensichtlich erkennen kann, ich habe hier in meinem Zimmer direkt mein Bett und dann gehen wir auch direkt weiter. Hier im Hintergrund haben wir so eine kleine Chill-Out-Area, ja, so eine kleine Lounge oder keine Ahnung, was man dazu sagen soll, aber ist auf jeden Fall ganz cool, da kann man sich dann abends mal hinhocken, irgendwie noch ein paar E-Mails beantworten oder so. Und, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr entspannt und jetzt würde ich sagen, schauen wir einmal ganz kurz ins Bad rüber. So. Und ist natürlich jetzt recht unspannend, nichts Spektakuläres, aber ich glaube, man sieht hier schon mal ein bisschen was, bekommt einen Eindruck. Hier eine Dusche, ein Spiegel, Waschbecken und hier ums Eck habe ich dann eben noch das WC, aber das ist natürlich auch nicht sehr interessant. Ich glaube, das will keiner von euch sehen und jetzt würde ich sagen, checken wir mal kurz die Küche ab. So, dann schauen wir hier einmal ums Eck und genau, dann haben wir hier die Küche. Max wird dann abends bestimmt mal hier vorbeikommen, dann werden wir uns hier abends hinhocken bzw. auf dem Balkon raushocken. Ist natürlich auch sehr cool und sehr warm draußen. Aber wie gesagt, Küche auch sehr nice mit einem Kühlschrank, wenn man sich mal irgendwie spontan einen Snack machen möchte oder so, hat man auf jeden Fall eine Küche und einen Kühlschrank. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir einmal kurz raus auf den Balkon. So, und wie man jetzt sehen kann, ich habe hier so einen kleinen privaten Balkon, ist auch sehr, sehr cool. Hier unten haben wir noch Pool und so weiter, ist auch ganz cool. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall erstmal was essen. So, jetzt kommt hier die Stimme aus dem Schnitt und zwar habe ich nämlich am Freitag die Kamera gar nicht mehr mitgenommen. Trotzdem möchte ich euch hier mit diesem Voiceover kurz erzählen, was wir gemacht haben. Wir sind dann, wie gesagt, kurz nach Lazise rübergefahren, haben Mittag gegessen, war ultra warm. Danach sind wir dann auch gleich wieder zurück in die Wohnung, sind beide im Pool gehüpft. Danach haben wir uns dann fertig gemacht, sind dann auch wieder nach Lazise abends rübergefahren, sind zum Abendessen und Max durfte sich sein Essen im Restaurant selber machen. Ich blende hier auch nochmal eine Instagram-Story drüber ein, haben dann einfach noch ein bisschen den Abend ausklingen lassen.
lassen. Samstag haben wir dann tatsächlich Werbeanzeigen, Videos und so weiter aufgenommen, Content Creation gemacht. Da hatte ich die Cam dann auch nicht wirklich am Start, beziehungsweise ich hatte sie schon am Start, aber wir sind eigentlich nicht dazu gekommen zu vloggen. Und jetzt würde ich sagen, geht's hier weiter mit dem Vlog. Ich habe tatsächlich den ganzen Samstag gestern überhaupt nicht gevloggt, weil wir waren tatsächlich viel unterwegs. Wir haben ein paar Werbeanzeigen aufgenommen, wir haben Content Creation gemacht, ein paar Insta-Posts. Da ist bestimmt schon der ein oder andere auf Instagram online. Und yes, gestern Abend waren wir dann tatsächlich auch noch unterwegs, ich glaube bis um 4 in der Früh oder so, weil ich habe ja heute am 1. August Geburtstag und haben sozusagen ja ein bisschen reingefeiert und ja, waren einfach noch was trinken, hatten einen entspannten Abend, war eigentlich ganz cool. Und yes, heute geht es auch schon wieder nach Hause für uns. Wir sind jetzt hier gerade irgendwie so eine Bergstraße hochgefahren, ist eigentlich ganz cool auf jeden Fall. Ich kann hier auch mal ein paar Shots einblenden, weil wir sind hier bestimmt so 300, 400 Meter über dem Gardasee, ich wollte schon Tegernsee sagen. Yes, heute eigentlich, wie gesagt, wir exploren hier nochmal ein bisschen die Gegend und gehen dann noch irgendwann mal was essen. Und dann gegen ja, 15, 16 Uhr oder so werden wir dann wahrscheinlich auch wieder den Nachhauseweg antreten. Yes, ich hoffe, ich nehme euch heute wieder ein bisschen mehr mit und zeige euch mal wieder ein paar mehr Impressions. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns später. Und dreimal dürft ihr raten, wer es nicht geschafft hat, euch wieder mehr mitzunehmen. Aber ihr habt ja wie gesagt auf jeden Fall ein bisschen was gesehen. Wir hatten eine sehr coole Zeit, waren sehr produktiv, haben ein bisschen Sonne tanken können. Bei uns in Deutschland haben wir aktuell nicht so schönes Wetter. Man muss dazu sagen, ich bin natürlich kein YouTuber, kein Vlogger in dem Sinne. Ich kreiere gerne Content-Videos für euch und so weiter, aber mit dem Vloggen habe ich es einfach noch nicht so raus, habe ich gemerkt. Aber ihr könnt mir gerne trotzdem mal in die Kommentare schreiben, ob euch der Vlog soweit gefallen hat, ob ich euch in Zukunft öfter mal mitnehmen soll. Ihr wisst ja, ich bin des Öfteren in Dubai und so weiter. Ich glaube, das ist vielleicht für den einen oder anderen von euch ganz cool mal zu sehen. Und ansonsten werden hier auf dem YouTube-Kanal wieder mehr Videos kommen zu Content. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag, einen schönen Morgen, Abend, whatever, wann auch immer ihr das Video hier guckt. Wenn du nichts verpassen möchtest, dann abonniere jetzt noch den Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon wieder bald in dem nächsten Video, das ich hochlade. Werde. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dann, euer Tobi. Keep creating. Ciao.